Passt auf. Das ist eigentlich ganz nützlich. Ich hoffe mal, dass ihr das alles, dass ihr das alle erkennen werdet, was es sein soll. Hä? Wie mache ich das in der Botschaft? Wir haben zwar Platz. Das ist halt eine Uhr. Glock. Kann ich halt sehen, wann es Nacht wird. Und es wird gleich Nacht, trotzdem könnte ich mal nochmal da runtergehen und ein ganz kleines Stück weiterbauen. Warte, so, doch so was richtig. Ah, schon wieder dieses komische Geräusch, das man immer eine Höhle findet irgendwie. Oder ich wusste nie, was ist dieses komische, gruselige Geräusch da immer ist. Ist das das Geräusch, dass man irgendwie eine Höhle findet oder so? Das kam mir immer schon so merkwürdig vor. So richtig unheimlich auch. Hier vorbei. Hier dann nach links hier runter. In der Lava vorbei. Eigentlich noch weiter links müsste man das machen. Weil hier an der Seite, an die Seiten kommt ja noch Holz. Mit dem Holz, ich weiß nicht, wie viel Entfernung ich habe, brauche zur Lava. Brauche ich ja immer ein bisschen was an Entfernung. Und wenn nicht, dann baue ich da oben halt so einen Übersprung hin. Dann splittet die sich nochmal so ein bisschen. Dann splittet die sich hier nochmal so ein bisschen her. Naja, das geht auch. Jetzt gleich wird es direkt schon Nacht. Und weiter hier hinten runter. Boah, wenn mich jetzt eine Tobi hier runterschubse. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Da unten. So. Und ab erstmal auch schlafen. Aber geht eigentlich recht schnell hier. Und ins Bett springen. Ah, jetzt mal schön geschlafen. Normalerweise, ich tausche erstmal hinten den Weg, also hinten den, mache ich den Weg erstmal fertig. Na, 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 na. So habe ich mir das vorgestellt. Dann sieht das doch wieder besser aus. Creeper, oh Mann. Da verschwinde ich lieber. Da bin ich lieber weg. Und hier stimmt auch sowas nicht. Das ist auch falsch. So ist das nämlich richtig. Ja genau, so ist es richtig. So sollte das auch sein. Ja. Was noch fehlt, sind so Slabs von den Logs. Von den Baumstämmen so halbe. Gibt ja Mods, wo man das machen kann. Mal gucken, ob ich mir den Mod installiere. Oder die Mod installiere, sorry. Ich weiß auch gerade nicht, wie die heißt. Werde ich schon finden. Wäre auf jeden Fall cool, da kann man dann mehr mitmachen. Weil ich kenne die Mod auch von Hexit. Ist halt so eine Mod, womit man Blöcke halt vielfach verkleinern kann. Das hieß Microblocks, also Mikroblöcke. Ja, so ungefähr müsste das heißen. Alter. What the fuck? What the fuck? Mein Gott.
Nein. Gott. Nein. Alter. Kann doch nicht sein. Boah. Fall ich da fast in den Tod. Boah. Wie mies war der denn? Hier hat man mehr Platz, oder? Ja. Muss immer eins weitermachen. Eins weiter, oder? Mein Mann. Immer vier bei einem vollen Block. Ja, so ist das richtig jetzt. Ja, so muss das sein. Ah, damit man genug Deckenhöhe hat. Aber falle ich da einfach mal runter, ey. Einfach mal voll der Noob. Na okay, wenn ich sehe, wie oft Steve am Anfang hier runtergefallen ist. Am Anfang hier überhaupt. Seitdem er mit in diesem Projekt involviert ist, wie oft er einfach schon hier runtergefallen ist. Das ist echt unglaublich. Ich hätte mir so einen Death Counter, also so ein, irgendwie so eine Mod oder so. Oder man kann das ja auch mit Kommandoblöcken machen eigentlich. Hätte ich einen einbauen sollen, normalerweise irgendwie. Hätten wir recht schon so 19 Tode von Steve stehen haben. Wie mach ich das denn hier runter? Geh ich durch das Wasser? Ich könnte durch das Wasser gehen und da hinten dann runter. Da könnte ich dann so einen normalen Weg runter machen. Ja. Ich denke mal, so mache ich das. Ah, das war falsch, aber egal. So. Ah, ich weiß gar nicht, wie weit wir gehen müssen, damit wir dann nach rechts gehen. Weil ich will nicht direkt in das Wasser rein. So, hier müssten wir auf jeden Fall durch. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, so 12, 13 Blöcke rum. 12, 13, 14. Wenn ich mich nicht verzählt habe, auf jeden Fall. Aber das kann natürlich auch vorkommen. Bin ich gerade das Mathe-Genie? Ich kann zwar Mathe so ein bisschen, aber ich bin kein Genie. Da gibt's wesentlich bessere. Alter, schaffe ich das heute nochmal? Das geht besser. Ich sag, das geht besser, aber mach's trotzdem nicht besser. Sprinte, genau. Also, hochstapeln. Ja, was muss ich mir jetzt merken? 14. So. 2. Hier. Da. 4. 6. Das hier kennt man auch von Tomorrowland. Hey. Oh. Haben die auch, glaube ich, von Tomorrowland genommen. Die Producer. 8. 10. Warte, ich hab
Genau, da habe ich eins vergessen. Meine Spitzhacke ist gleich schon wieder kaputt. Unglaublich schnell das geht. Bei was war ich jetzt? Ich war bei 10. Und es wird immer so verdammt schnell dunkel. Das wird die, wenn man gräbt. 12. Gleich nochmal nachzählen. 14. Hey. Wow. Das ist so geil. Ich liebe Tomorrowland. Meine Maus ist gerade wieder nicht richtig anwesend. Das war nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich die Workbench hier runter tun. Und außerdem muss ich eh ich hier alles so Sticks. Das abbauen und die muss ich dann jetzt so. Am besten mit der Schaufel. Man gräbt Holz immer am besten. Das wurde sogar bewiesen. Ja. Das habe ich bewiesen, dass man mit einer Schaufel besser Holz abbauen kann. Merkt euch das. Hier runter. Ich hatte schon 14, aber trotzdem mache ich hier noch so eine Mittelplattform, wo es dann nochmal nach rechts runter geht. Und diese Plattform geht immer noch eins weiter. Also ist eins größer. Zum Abbiegen. Und ab hier muss ich zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja. Passt. So. Alles schön auskleiden, glücklicherweise meine Stufen legen. So. Und dann geht das ja alles schon hier rüber. Geht das so hoch wirklich weiter? Muss ich gleich erstmal zählen. Und hier auf einer Geraden. 1, 2, 4. Nee, das hier bleibt zu. Und das dann auch. Dann ist das eigentlich richtig. So, ja, dann müsste das richtig sein. Habe ich das hier überhaupt alles richtig gemacht? Vier so hoch, bei einer Geraden. Vier so hoch, bei einer Geraden. Ja, warte, ja doch, das stimmt, ja. Ich war gerade irgendwie total irritiert. Ja, das war, glaube ich, jetzt total langweilig erstmal, was ich hier mache. Aber ich hatte gerade was an der Nase und das war nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Aber in dem Projekt dreht es sich halt darum, hier, das ist halt etwas baulastiger. Natürlich werde ich die Welt auch noch erkunden gehen. Und halt in Minen gehen und alles Mögliche. Aber ist halt ein Schwerpunkt halt auch das Bauen. Vor allem Minecraft besteht da draus halt. Sich selber seine Sachen zu bauen, dann ist es eine kleine Welt aufzubauen. Und was ich gerne mal machen würde eigentlich, ich würde gerne mal bei Steve da oben gucken, was der sich da dahin gezimmert hat eigentlich. Weiß ich gar nicht, was der da eigentlich für hingeklatscht hat. Mal gucken. Vielleicht sieht der sogar so gut aus. Weil von hier unten sah das ein bisschen seltsam aus. So.
schön weiter. Boah, bis man hier unten ist. Warte, Jahrzehnte. Ah, ich hatte gerade was auf dem Arm. Alles lenkt mich hier heute ab. Das ist echt schlimm. Boah, erst vorhin. Also ich habe das ja vorhin aufgenommen mit Survivor Games. Ist alles immer ein bisschen Zeit verschoben mit den Uploads und so. Und darf mir nicht nochmal was passieren, dass ich aufhöre zu labern. Aber wenn ich am Bauen bin, dann bin ich eh halt fast durchgehend am Labern. Auch wenn das meistens keinen Sinn ergibt, was ich hier für eine Scheiße meistens laber. Aber ich rede. So. Also normalerweise müsste doch hier eigentlich auch so ein Vorsprung kommen, wo man dann rausgucken kann. Wenn nicht, geht's einfach komplett durch. Also Koppel haben wir gleich erstmal genug. Also, was heißt genug? Es war trotzdem noch wenig im Gegensatz, das, was man so hat, wenn man eine Map, also in Ingame-Zeit, schon tagelang spielt. Und außerdem haben wir gerade sogar Nacht. Weil ich hatte das schon mal auf Servern und so vor allem. Wenn man ganz viel meint, damals zum Beispiel bei der Minecraft Beta 1.5, mein Bruder und ich, und so eine riesige Mine unterm Haus gebaut. Das heißt, in unserem Haus haben wir so einen Riesengang mit so einer. Wie zeige ich das am besten? Moment, ich baue mir erstmal die Spitzhacke. Dann kann ich das erstmal zeigen gleich. Abbauen schnell. Da hatten mein Bruder und ich so eine riesen Mine. Könnt ihr euch das hier vorstellen? So, dass es geradeaus nur geht, als geradeaus. So ein riesiger Schacht. Ich war Skelett. Der dann halt 20 Blöcke breit war. Und dann halt auch nur 2 Blöcke hoch immer. Und der ging dann mehrere hunderte, tausende Blöcke immer geradeaus. Also immer geradeaus, immer geradeaus. Und dann hatte ich überall, also was heißt überall? Ich hatte beim Mineneingang oder so, weiß ich gerade nicht mehr. Hatte ich kistenweise, also überall Kisten stehen voller Koppel. Das war richtig heftig. Wie viel Koppel man da farmen konnte dadurch. Aber das war halt irgendwie auch ein bisschen ineffizient. Weil wir damals nicht wussten, auf welcher Höhe man für Diamanten graben muss. Und wir haben zwar Diamanten gefunden. Wir haben zwar ein bisschen über Bedrock gegraben. Aber man muss hier sogar noch ein bisschen höher graben, um mehr Diamanten zu finden. Und das war halt dadurch schon ein bisschen ineffizient. Was mach ich denn? Warte, das war falsch.